Heute zeige ich euch die MSC Preziosa bei einem Rundgang über das gesamte Schiff mit allen Bereichen, die mir zugänglich sind. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von The Cruise Vibes, meiner Instagram-Seite rund um das Thema Schiffe, Fähren und Kreuzfahrten. Wie immer fangen wir mit ein paar technischen Daten der MSC Preziosa an. Sie ist 333 Meter lang, 37,9 Meter breit mit 139.072 BRZ vermessen und kann ca. 3.500 Passagiere befördern und fährt für den italienischen Kreuzfahrtveranstalter MSC Cruises und wurde 2013 getauft. Das Schiff hat eine sehr interessante Geschichte, denn es wurde für eine staatliche libysche Reederei gebaut, sollte dabei sogar ein Hai-Aquarium erhalten, wurde dann aber wegen dem arabischen Frühling nicht übernommen und dann hat schlussendlich MSC das Schiff übernommen. Da es sowieso auf der Basis der zwei MSC-Schiffe, MSC Fantasia und Splendida, gebaut wurde. Und wir springen nun mal rein ins Schiff und wir starten wie immer ganz unten. Und zwar starten wir nun auf Deck 4. Deck 4 ist das Ambra-Deck und hier befindet sich nur die Tender-Plattform und das Bordhospital. Das heißt, hier können wir direkt ein Deck nach oben gehen auf Deck Nummer 5, das Corallo-Deck. Hier wird unser Rundgang dann schon ein bisschen länger dauern, denn hier haben wir gleich einige öffentliche Bereiche. Wie ihr seht, hier am Deckplan befinden wir uns jetzt in der Mitte des Schiffes. Und somit sind wir auch gleich am größten Restaurant des Schiffes. Indem wir ein Stückchen nach hinten gehen, da kommen wir zum Golden Lobster Restaurant. Das ist das Hauptrestaurant an Bord. Erstreckt sich über zwei Decks und präsentiert sich im typischen Design von MSC mit viel Gold, Spiegeln, Licht und hat hier auch solch eine wunderschöne Treppe, wie sie so ein bisschen klassisch bei Ozeanlinern ist. Also wirklich sehr, sehr elegant, dieses Restaurant. Und dort bekommen fast alle Gäste einen Sitzplatz zugeteilt. In zwei Sitzungen. Es gibt immer eine frühe und eine späte Sitzung. Ich empfehle euch auf jeden Fall, die späte Sitzung zu nehmen. Da habt ihr viel mehr Zeit zum Essen, da nicht der Zeitdruck besteht, dass dann die nächsten Gäste kommen. Ihr erhaltet bei MSC immer einen fest für euch reservierten Platz für das Abendessen. Für Frühstück und Mittagessen werdet ihr dann am Eingang des Restaurants zu einem freien Platz begleitet. Und nun sind wir hier im Atrium angekommen. Das ist auch eigentlich gleich das größte Highlight hier an Bord. Denn die MSC Preziosa ist ja nun inzwischen fast 10 Jahre alt und damals hat man noch viel größere und prächtigere Atrien gebaut, als man das heute tut. Heute ist der verschenkte Platz dadurch zu viel Geld wert, deswegen macht man das nicht mehr so häufig, aber damals hat man eben noch viel mehr Wert auf Design gelegt und Schiffe sollten beeindruckend sein und das ist hier auf jeden Fall gelungen. Dieses Atrium ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, erstreckt sich über insgesamt 5 Decks. Davon 3 Decks mit öffentlichen Bereichen. Wir werden uns das Atrium auch auf allen Decks dann anschauen. Ganz unten hier haben wir die Preziosa Bar, also gleich die erste Bar an Bord und auch die Rezeption und den Gästeservice. Das alles findet ihr eben hier unten im Atrium, je nach Hafen auch Ein- und Ausgänge. Jetzt gehen wir direkt mal rein in die Preziosa Bar. Sie hat Sitzplätze direkt im Atrium und auf der Steuerbordseite ist dann die eigentliche Bar mit weiteren Sitzmöglichkeiten. Getränke sind bei MSC nicht inklusive, es gibt aber günstige Getränkepakete, zum Beispiel das Easy-Paket oder das Easy-Plus-Paket. Diese würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Darauf werde ich dann beim Rundgang immer wieder auch mal eingehen. Wir gehen aber jetzt über das nächste Highlight ein Deck höher, nämlich die Swarovski-Treppe. Ja, ganz typisch für MSC. Auf jedem MSC-Schiff gibt es eine Treppe, die mit Swarovski-Steinen besetzt ist. Hier eben im Atrium. Und über diese Treppe gehen wir jetzt ein Deck höher, denn wir haben jetzt tatsächlich auf Deck 5 schon alles gesehen und kommen damit jetzt auf Deck 6, das Diamante-Deck. Und hier haben wir nun über die gesamte Länge des Schiffes öffentliche Bereiche. Und wir fangen jetzt eben hier einmal auf der Steuerbordseite in der Mitte an. Und hier haben wir die nächste Bar, nämlich die Diamond Bar.
und auch eine kleine Bibliothek ist hier vorhanden. Allerdings stehen da keine Bücher zur Verfügung, sondern hauptsächlich Spiele könnt ihr dort ausleihen. Und hier haben wir nochmal einen schönen Blick in das Atrium. Jetzt eben vom zweiten Deck aus. Und wir gehen jetzt erstmal nach vorne auf der Steuerbordseite und gehen dann auf der Backbordseite zurück und schauen uns dann auch noch den Bereich an, der jetzt hinter uns liegt, an. Hier haben wir jetzt erstmal diesen Durchgang, die sogenannte Via del Loro. Und hier seht ihr schon, wechselt das Design und wir kommen jetzt zum Phönizien Plaza. Hierbei handelt es sich auch um eine Bar, die komplett innen liegt. Also hier gibt es keine Fenster nach außen hin. Und das Design eben, ich würde mal sagen, eine Mischung aus mediterran, griechisch, arabisch und afrikanisch. Ein paar verschiedene Einflüsse, beziehungsweise eben auch ein bisschen dem Namen entsprechend an die Phönizier angelehnt. Dieser Name hat aber noch eine zweite Bedeutung, denn ursprünglich, als dieses Schiff noch für die libysche Staatsreederei gebaut wurde, sollte es den Namen Phönizia tragen. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass der Phönizien Plaza hier eben eine Hommage an den ursprünglichen Namen des Schiffes und den ursprünglichen Plan ist, man das ein bisschen hier mit aufgegriffen hat. Und hier im Phönizien Plaza befinden sich auch einige Shops. So haben wir hier erstmal auf der Steuerbordseite La Boutique. Hier bekommt ihr verschiedenste Modeartikel, Kleidung, aber auch einige Handtaschen können hier erworben werden. Ja, und von hier aus gehen wir jetzt weiter nach vorne und kommen jetzt in das Casino. Ich war wie immer früh am Morgen unterwegs. Ihr wisst das inzwischen, meine Schiffsrundgänge mache ich meistens so zwischen 5 und 6 Uhr morgens, wenn das Schiff quasi noch schläft. Deswegen konnte ich jetzt auch hier mit der Kamera ins Casino reingehen. Also hier ist das ja normal immer verboten, damit man eben nicht sieht, wie hier gespielt wird und wer hier spielt. Aber leer, denke ich, kann ich euch das Casino schon einmal zeigen. Leer und unbenutzt. Also ihr seht schon, sehr, sehr groß, denn wir sind auf einem internationalen Schiff und wir haben auch noch eine zweite Seite. Ja, das zieht sich natürlich über die komplette Breite des Schiffes und die Backbordseite sehen wir dann gleich auf dem Rückweg. Wir kommen jetzt erstmal hier ins Platinum Theater. Das ist das große Theater an Bord. Hier findet also das Abendprogramm statt. Die Shows werden jeden Abend immer zweimal aufgeführt, angepasst an die Essenszeiten. Sprich, für die erste Sitzung gibt es eine Show nach dem Abendessen und für die zweite Sitzung findet die Show dann schon vor dem Abendessen statt. Und dadurch hat man hier auch mehr als ausreichend Platz im Theater. Hier könnten also tatsächlich alle Gäste die Show verfolgen. Dadurch, dass sie zweimal aufgeführt wird, muss ja nur die Hälfte der Gäste gleichzeitig hier reinpassen und das Theater ist wirklich sehr, sehr groß. Es hat auch noch eine zweite Ebene, die werden wir uns dann auch gleich noch anschauen. Wir gehen jetzt aber erstmal wieder zurück in Richtung Heck des Schiffes und jetzt eben auf der Backbordseite und da kommen wir jetzt hier wieder in das Casino rein und ihr seht schon, wie schön bunt das hier ist. Also wirklich eine richtig tolle Casino-Atmosphäre. Wirklich ein sehr schönes Casino, hat mir sehr gut gefallen. Hier auch mit einer Bar. Und dann ein weiteres Highlight für mich ist diese wunderschöne Treppe hier auch wieder. Erinnert es mich an Ozeanliner vergangener Tage. Sehr, sehr elegant gestaltet. Und eine Besonderheit hier im Casino darf tatsächlich auch noch geraucht werden. Das ist der einzige Innenbereich an Bord, wo man rauchen darf. Also wirklich noch ein ganz, ganz klassisches Casino. Und wir gehen jetzt weiter, kommen hiermit wieder zum Phönizien Plaza. Und schauen uns jetzt hier einmal die Shops auf der Backbordseite an. Da haben wir einmal La Profumeria. Das ist ein Geschäft, wo ihr Parfüm kaufen könnt und ähnliches. Also Düfte und Pflegeprodukte von namhaften Herstellern wie zum Beispiel Rituals oder Dior. Und das natürlich zu günstigen Preisen. Günstiger als an Land. Und da habt ihr wirklich eine riesengroße Auswahl. Eigentlich alle namhaften Hersteller sind hier vertreten. Und direkt nebendran liegt Il Gioiello. Das ist das teuerste Geschäft an Bord. Hier könnt ihr also den hochwertigsten Schmuck und Uhren kaufen von den teuersten Herstellern wie Rolex und Co. Und jetzt sind wir hier in der Via del Argento und dort befindet sich The Mini Mall. Die Mini Mall ist nicht nur ein Geschäft für
alltägliche Produkte, die man so ein bisschen vergessen haben könnte, wie Zahnpasta, Handy, Ladekabel und Co., aber auch für Zigaretten und Alkohol. Also da könnt ihr dann ebenfalls zu vergünstigten Preisen Alkohol und Zigaretten kaufen. Ein Teil dieser Produkte, vor allen Dingen Alkohol, bekommt ihr aber nicht sofort, sondern dann erst am Ende der Reise ausgehändigt, denn ihr dürft keinen Alkohol selbst mit an Bord bringen. Das wird für euch gelagert, dürft ihr natürlich dann mit nach Hause nehmen, aber es eben nicht für den Konsum an Bord bestimmt. Und es geht weiter durch das Atrium hindurch. Dort haben wir noch das Excursion Office. Hier könnt ihr also Ausflüge buchen, wobei ich das immer empfehle, schon vorab online zu machen. Aber falls ihr doch noch spontan was nachbuchen wollt, könnt ihr das hier machen. Und dann kommen wir zum nächsten Shop. Das ist L'Angelo dell'Oggetto. Und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist nochmal ein Laden für Schmuck vor allen Dingen, aber auch Sonnenbrillen. Und dahinter La Caramella. Ja, das kann man sich dann wieder herleiten. Das ist ein Süßigkeitenladen. Und dahinter befindet sich dann das zweite Deck von The Golden Lobster. Ja, also sieht genauso aus wie auf dem unteren Deck. Da müssen wir jetzt nicht nochmal extra hineingehen. Ja, und ganz hinten, da befindet sich auch noch etwas. Aber da kommen wir nicht hin, denn da befindet sich die Küche dazwischen. Wir haben nämlich noch ein zweites Hauptrestaurant, das kann ich euch aber leider nicht zeigen. Wir kommen nachher trotzdem nochmal dahin, dann werde ich euch das nochmal genau erklären. So, jetzt sind wir zurück im Atrium, haben somit auch Deck 6 komplett gesehen und gehen hoch auf Deck Nummer 7, das ist das Rubino Deck. Und natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, dafür noch einmal diese wunderschöne Swarovski-Treppe zu nehmen. Das ist ja wirklich eine große Besonderheit hier von MSC und natürlich auch einer der beliebtesten Spots für Fotoshootings hier an Bord. Ja, auch auf Deck 7 haben wir von vorne bis hinten nur öffentliche Bereiche. Das heißt, auch hier werden wir jetzt einige Zeit unterwegs sein und können hier erstmal nochmal einen Blick in dieses wunderschöne Atrium werfen und haben hier direkt auch schon den nächsten Shop, nämlich Fashion Bijou. Nochmal ein Laden für Schmuck. Hauptsächlich Swarovski-Produkte könnt ihr hier kaufen. MSC hat ja eine Partnerschaft mit Swarovski, daher auch die Swarovski-Treppen. Demzufolge könnt ihr natürlich auch viele Produkte von Swarovski zu deutlich günstigeren Preisen als an Land kaufen. Und wir gehen jetzt erstmal auf der Backboard-Seite nach hinten und kommen hier jetzt direkt ins La Locanda. La Locanda ist eine Mischung aus Bar und Restaurant. Es ist nämlich ein Zuzahlrestaurant als Pizzeria. Hier könnt ihr also Pizza gegen Aufpreis bestellen. Und es gibt hier Bier und Wein vor allen Dingen. Es gibt eine fast Standardgetränkekarte, die in fast allen Bars gilt. Und dann gibt es immer noch mal Spezialprodukte. Hier im La Locanda gibt es etwas weniger Cocktails. Dafür bekommt ihr hier aber sehr viele verschiedene Sorten Bier und Wein. Und je nach Getränkepaket ist da auch einiges schon mit dabei. Beim Easy-Paket sind eigentlich immer die gleichen Weine und Biere inklusive. Mit Easy Plus habt ihr da schon mal eine deutlich größere Auswahl. Bei Easy Plus ist alles bis 8 Euro inkludiert. Und wir gehen weiter nach hinten und kommen jetzt hier zum Butcher's Cut. Ein relativ neues Restaurant an Bord, ein Steakhouse. Früher war hier ein italienisches Restaurant in Italy und jetzt eben hier das klassische Steakhouse, was es früher hier an Bord gar nicht gab, was es aber eigentlich inzwischen auf jedem Kreuzfahrtschiff gibt. Hier könnt ihr nur gegen Gebühr essen, das ist also nicht im Preis inkludiert. Man kann aber zum Beispiel vorab ein Paket buchen, wo dann die zwei wichtigsten Zuzahlrestaurants dabei sind. Das Locanda ist nicht mit dabei, da gibt es aber eben auch nur Pizza, aber eben zum Beispiel das Butcher's Cut. Und wenn ihr das Easy-Getränkepaket habt, dann müsst ihr dort trotzdem für die Getränke bezahlen. Mit Easy Plus sind die Getränke auch in den Zuzahlrestaurants inklusive. Und wir sind derweil ganz am Heck des Schiffes angekommen. Hier sind wir nämlich nun in der Safari Lounge. Also nochmal das Thema Afrika hier mit aufgegriffen. Und diese Lounge finde ich wirklich sehr elegant, vor allen Dingen diese Tanzfläche mit der Beleuchtung von oben, wirklich ein Traum. Auch eine der größten Lounges hier an Bord und hier hat man an den Plätzen ganz hinten auch einen tollen Blick über die Heckwelle nach hinten heraus. Die Safari Lounge kann für verschiedenste Zwecke benutzt werden, es gibt also ein DJ-Pult, es gibt eine Bühne, eine große Tanzfläche, also hier finden verschiedenste Events statt. Auch wenn es Mottoabende gibt, die es bei MSC ja häufiger gibt, findet es oft hier statt. Zum Beispiel hatten wir hier einen 70er-Abend.
Andere Mottos, wie zum Beispiel die berühmte White Night, die findet dann im gesamten Schiff statt. White Night heißt also, dass alle möglichst nur weiße Kleidung tragen sollen. Ja, ein sehr bekanntes Motto eigentlich bei Partys gibt es auch hier an Bord. Das auf jeden Fall beim Packen berücksichtigen. Auf der Website von MSC kann man auch nachlesen, welche Motto-Partys regelmäßig stattfinden. Wir sind jetzt nochmal runtergegangen auf Deck 6 zum Heck des Schiffes, denn hier befindet sich noch ein Restaurant, das Restaurant L'Arabesque. Ein zweites Hauptrestaurant, ebenfalls hinten mit Blick über die Heckwelle. Leider war es mir unmöglich, da reinzukommen, denn man bekommt eben entweder im L'Arabesque oder im Golden Lobster einen Tisch zugewiesen. Das Golden Lobster hat auch zum Frühstück und zum Mittagessen offen, das L'Arabesque allerdings wirklich nur zum Abendessen. Das heißt, wenn ihr dort keinen Tisch zugeteilt bekommen habt, dann kommt ihr dort leider auch nicht rein. Ja, auf Deck 7 befindet sich dann auch die Promenade. Da können wir hier mal einen Blick werfen. Ja, also eine sehr funktionale Promenade, eignet sich wunderbar für Spaziergänge, ist aber nicht mit Liegen oder Ähnlichem ausgestattet. Aber trotzdem eben eine tolle Möglichkeit, um schnell mal ein bisschen frische Luft zu schnappen oder ein Foto zu machen. Wir gehen jetzt inzwischen wieder nach vorne, sind hier einmal auf der Promenade außen am Photoshop und am La Locanda vorbeigegangen und sind jetzt wieder drinnen, und zwar hier im Atriumsbereich auf dem obersten der drei Decks des Atriums mit öffentlichen Bereichen. Ja, hier sehen wir also nochmal diese wunderschöne Swarovski-Treppe und hier haben wir nun einmal auf der Steuerbordseite den MSC-Logo-Shop. Hier bekommt ihr also verschiedenste Artikel mit dem MSC-Logo, T-Shirts zum Beispiel, Tassen, Süßigkeiten, die Schokolade, übrigens sehr lecker, aber sogar auch eine MSC Monopoly Reiseedition und vieles weitere. Also auch in diesem Shop kann man ganz gut sein Geld lassen. Und direkt dahinter haben wir dann Il Cappuccino. Das ist das Café hier an Bord. Hier bekommt ihr also besonders guten Kaffee. Und direkt davor befindet sich The Green Sachs Jazz Bar. Ja, es ist laut Namen eine Jazz Bar. Während unserer Reise fand jetzt nicht wirklich viel Jazzmusik hier statt. Hier gab es häufig zum Beispiel Latin Music und abends dann durchaus auch Tanzmusik mit ordentlich Bass. Wir haben uns mit unseren Tischnachbarn hier angefreundet. Die hatten ihre Kabine über der The Green Sachs Jazz Bar. Und da hat man doch bis spät in die Nacht hinein die Bässe gehört. Also da vielleicht Vorsicht, nicht unbedingt eine Kabine oberhalb der Green Sachs Jazz Bar buchen. Wir gehen weiter. Hier haben wir die Art Gallery. Ja, hier stehen aber nur noch ein paar Kunstwerke. Also das wird kaum noch genutzt. Hier hängen keine Gemälde oder ähnliches. Zumindest nicht während unserer Reise. Und davor befindet sich nun die Eldorado Piano Bar. Das hat sich so während der Reise dann als meine Lieblingsbar an Bord herauskristallisiert. Hier sitzt man sehr gemütlich, häufig auch mit sehr guter Musik. Und das Ganze, wie ich finde, in einer sehr eleganten Umgebung. Für mich mit die eleganteste Bar an Bord. Einziger kleiner Nachteil, sie ist eben direkt über dem Casino. Ja, auch offen vom Casino hin. Das heißt, man kann ein wenig den Zigarettengeruch riechen. Mich persönlich stört das überhaupt nicht. Es ist auch nicht so, dass es dort doll stinkt. Man nimmt es eben nur ganz leicht wahr, dass ein Deck tiefer geraucht wird. Wer arge Probleme damit hat, der sollte sich dann vielleicht lieber eine andere Bar suchen. Ansonsten kann ich die Eldorado Bar hier sehr empfehlen. Mir hat sie sehr gut gefallen. Warum? Das seht ihr dann in den einzelnen Videos, vor allen Dingen eben im letzten Video von meiner Reise an Bord der MSC Preziosa. Und jetzt sind wir hier wieder im Platinum Theater ganz vorne angekommen, jetzt eben oben auf der Empore. Hier haben wir auch noch mal einige Sitzplätze. In der Mitte ist das Ganze reserviert. Dort dürft ihr dann nur sitzen, wenn ihr eine Suite der Aurea-Kategorie habt.
dieser Bereich hier mit den roten Bändern abgesperrt. Von dort hat man ja auch den besten Blick. Dieser Bereich ist eben für die Suitengäste reserviert. Das ist eben auch typisch bei MSC, wobei das inzwischen auch bei anderen Veranstaltern eigentlich Standard ist, dass eben gewisse Bereiche nur für Suitengäste zugänglich sind. Hier gibt es auch einen sehr großen Bereich, der eben nur für Suitengäste ist und zusätzlich auch so ein paar kleine Annehmlichkeiten, wie eben die extra reservierten Sitze hier im Theater. Und wir gehen jetzt wieder auf der Backbordseite zurück ins Atrium, damit wir noch die letzten öffentlichen Bereiche sehen. Hier sind wir also wieder in der Eldorado Bar. Ja, nach wie vor für mich von der Gestaltung her die schönste Bar an Bord. Und diese Treppe hier, die hat es mir wirklich angetan. Also das wirklich extrem elegant. Und man sitzt hier eben auch gemütlich. Das ist eben so eine Sache bei MSC. Ja, überspitzt sage ich immer 90% Design, 10% Funktion. Manche der Sitzmöbel sehen eben sehr toll aus, sind dann aber am Ende gar nicht so bequem oder die Tische sind dann teilweise so, dass man sie mit langen Beinen auch relativ schnell umschmeißt, weil sie eben so ein außergewöhnliches Design haben. Das ist mir schon oft aufgefallen bei MSC-Schiffen, dass da eben sehr häufig ein eher unpraktisches, aber sehr schönes Design gewählt wurde. Und im Eldorado, da ist es ganz anders, da ist es schön und praktisch. Deswegen gefällt mir die Eldorado Bar hiermit auch am besten. Wir sind jetzt einmal nochmal durch die Green Sex Bar hindurchgegangen und sind jetzt im Sports and Bowling Diner. Ja, das ist eigentlich auch nur eine Bar, sieht aus wie ein Restaurant. Ist aber vielmehr einfach nur eine Bar, wo ihr ganz normal Getränke bestellen könnt. Und hier gibt es eben auch eine, ja, Bowlingbahn. Ist eigentlich falsch, es ist eine Kegelbahn, wo ihr gegen Aufpreis von ca. 7 Euro dann auch kegeln könnt. Und wir gehen weiter und sind jetzt wieder hier im Atrium, im Il Cappuccino, dem Café an Bord. Hier haben wir dann auch ein paar Sitzmöglichkeiten mit Steckdose. Also wenn man zum Beispiel so wie ich als Fotograf dann mal zwischendrin ein paar Bilder bearbeiten möchte, da muss man auf der Preziosa ein bisschen suchen. Viele der öffentlichen Bereiche haben nämlich keine Steckdosen. In der Safari Lounge und hier im Il Cappuccino und auch im Sports and Bowling Diner, da findet ihr aber auf jeden Fall Steckdosen. Und damit haben wir Deck 7, das Romino-Deck, komplett gesehen und sind jetzt auf Deck 8, dem Onice-Deck. Und Deck 8 ist ein reines Kabinendeck. Hier sind keine öffentlichen Bereiche, aber hier haben wir eben noch einen Teil des Atriums. Ihr seht es hier schon, dieser verglaste Gang. Von hier aus können wir nochmal runterschauen ins Atrium. Ja, sind jetzt also auf dem 4. Deck des Atriums. Hier eben nur ohne öffentliche Bereiche, hier hat man nur noch diesen kleinen Gang mit Blick ins Atrium. Viel mehr gibt es dann hier auf Deck 8 auch gar nicht. Aber ich möchte euch natürlich auch immer ein paar, ich sag mal, versteckte Orte zeigen, die viele Gäste während der Kreuzfahrt gar nicht finden. Und auf den Passagierdecks gibt es so einen Bereich ganz am Heck des Schiffes. Hier gibt es nämlich eine Außentreppe vom Promenadendeck bis ganz nach oben führt. Da könnt ihr immer auch hier hinten nach oben oder unten gehen. Und jedes Deck hat hinten auf beiden Seiten eben auch so einen Außenbereich. Wir hatten eine Kabine ganz hinten, ganz in der Nähe von diesem Bereich. Und wir haben das dann als unseren Privatbalkon genutzt, sozusagen. Also wenn man mal schnell raus wollte, hier war man eigentlich fast immer alleine, weil diesen Bereich kaum einer gefunden hat. Also wenn ihr eine Innenkabine habt und im Heckbereich des Schiffes seid, könnt ihr ganz schnell dort nach draußen kommen, viel schneller, als wenn ihr zum Sonnendeck oder zur Promenade geht. Und wenn ihr einen ruhigen Außenbereich sucht, wo man jetzt nicht unbedingt sitzt, sondern weil ihr einfach nur mal ein bisschen frische Luft wollt, ist das eigentlich der perfekte Bereich. Man hat auch den tollen Blick über die Heckwelle. Wir springen auf Deck 9, das Agatha-Deck. Und das ist das letzte Deck, das zum Atrium gehört. Ja, wir sind jetzt auf dem 5. Deck des Atriums. Und wenn wir hier mal runterschauen, komplett verglast, aber man kann trotzdem erkennen, ja, das ist schon eine ordentliche Höhe, die wir hier inzwischen erreicht haben. Ansonsten aber auch auf Deck 9 nur Kabinen, das heißt, wir können jetzt gleich weitergehen. Die nächsten Decks, Deck 10, das Tormalina-Deck, Deck 11, das Giada-Deck und Deck 12, das Opale-Deck, das sind alles reine Kabinendecks ohne öffentliche Bereiche. Deswegen sind wir jetzt auf dem Amethysta-Deck, Deck Nummer 13. Ja, bei den Italienern gibt es das Deck 13, das bei uns Deutschen häufig
nicht vorhanden ist. Auf diesem Deck befindet sich auch die Brücke des Schiffes, aber keine öffentlichen Bereiche. Deswegen gehen wir weiter. Ganz interessant, Deck 13 ist vorhanden, denn bei den Italienern ist die 17 die Unglückszahl, nicht die 13. Ein Deck 17 ist deswegen nicht vorhanden. Es geht von 16 direkt auf 18. Wir sind aber erstmal auf Deck 14, dem Smeraldo-Deck. Das ist jetzt wieder das nächste Deck mit vielen öffentlichen Bereichen. Hier sind dann gar keine Kabinen mehr. Wir sind jetzt hier wieder auf der Backbordseite unterwegs und gehen nach hinten und sind jetzt hier im Inka- und Maya-Restaurant. Das sind offiziell zwei Restaurants, eigentlich ist es aber ein großes zusammenhängendes Buffet-Restaurant. Der Teil, in dem wir uns jetzt befinden, ist das Inka-Buffet und das geht dann fließend über zum Maya-Buffet am Heck. Ihr seht auch die Gestaltung der Restaurants sehr, sehr ähnlich. Die Stühle sind ungewöhnlich, sehen unbequem aus, sind aber gar nicht so unbequem, wie sie wirken, also man sitzt da recht gut. Ich bin nie ein Freund von Holzrückenlehnen, aber für ein Buffet-Restaurant ist das hier durchaus bequem. Wir haben auch Stimmen gehört, die gesagt haben, dass es dort oben hektisch und voll ist. Wir hatten allerdings zu keiner Tages- oder Nachtzeit auch ansatzweise nur Probleme, einen Platz zu finden. Vielleicht muss man mal ein bisschen weiter zum Buffet laufen, aber einen Platz haben wir immer gefunden. Und die Essensauswahl hier ist wirklich riesig, das seht ihr dann in den späteren Videos noch. Hier gibt es auch eine Getränkestation, wo zumindest Tee, Wasser und Säfte, inklusive sind Säfte eben nur zum Frühstück. Die Eismaschine produziert auch Wasser, das ist rund um die Uhr zugänglich und für alle kostenfrei Kaffee und Tee auch jederzeit zugänglich. Ganz hinten gibt es einen wunderschönen Bereich, ihr habt das gerade gesehen, wo man dann auch durch große Panoramafenster nach hinten rausschauen kann. Clevererweise ist dieser Bereich auch ein Stückchen weiter vom Buffet entfernt. Das heißt, wer dort sitzt, muss ein bisschen weiter laufen, deswegen sind diese Plätze immer noch sehr begehrt wegen dem tollen Ausblick, aber man hat durchaus eine Chance, da noch einen Platz zu kriegen, weil viele dann doch lieber den näher am Buffet gelegenen Bereich nehmen. Wir gehen jetzt erstmal hoch auf das Deck 15, das Cristallo-Deck, und von dort aus gleich weiter auf Deck 16, das Aquamarina-Deck. Denn wie bei den meisten Schiffen ab den oberen Decks ist das Ganze zweigeteilt. Wir haben einen hinteren Bereich und einen vorderen Bereich und in der Mitte ist der große Poolbereich. Das heißt, ich komme von hier hinten jetzt nicht zu den vorderen Bereichen auf Deck 16, deswegen schauen wir uns den Bereich jetzt an. Hier haben wir einmal die Virtual World, hier sind also verschiedene Arcade Games verfügbar. Und wenn wir hier weitergehen, da gibt es dann den MSC Formula Racer und das 4D-Kino. Formula Racer ist also ein Formel 1 Simulator und eben ein typisches 4D-Kino gibt es auch. Da befindet sich genauso wie auf Deck 15 auch der Zugang zu den Kinderbereichen bzw. den jugendlichen Bereichen. Für die Kinder gibt es das Doremiland, für die jugendlichen Graffitis. Wir bleiben aber erstmal auf Deck 16. Hier haben wir nämlich nun auch noch das zweite wichtige Zuzahlrestaurant, nämlich das Galaxy Restaurant. Das ist ein Sushi-Restaurant. Hier bekommt ihr also wirklich sehr gutes Sushi und man hat hier den besten Ausblick. Also das ist wirklich eine traumhafte Location. Kann ich jedem nur empfehlen, das mal zu besuchen. Und wenn ihr den Besuch plant, dann schaut euch auf jeden Fall den Fahrplan des Schiffes an und geht hier in das Galaxy-Restaurant während einer besonders schönen Strecke, denn von hier oben hat man wirklich einen tollen Blick. Und direkt gegenüber auf der anderen Seite befindet sich die Disco, ebenfalls Galaxy, gehört alles zusammen. Wenn das Restaurant schließt, wird die Restaurantbar dann zur Bar von der Diskothek, also dieser Bereich hier eben doppelt genutzt. Aber keine Sorge, nie gleichzeitig. Also entweder ist es Restaurant oder Disco, natürlich nicht beides. Und hier oben gibt es dann auch noch Sky und Stars. Das ist so eine Art Konferenzbereich oder kleiner Eventbereich für Gruppen. Ja, das waren die Innenbereiche hier auf Deck 16. Deswegen können wir jetzt wieder zurückgehen auf Deck 15. Hier haben wir jetzt eben die verschiedenen Bereiche für die Kinder, das Doremiland und Graffitis. Da komme ich jetzt natürlich um die Uhrzeit nicht rein und tagsüber dürfte ich dort auch nicht filmen, deswegen kann ich euch diese Bereiche nicht zeigen. Und deswegen gehen wir jetzt wieder runter auf das Deck 14, haben somit zumindest die Innenbereiche auf Deck 15 und Deck 16 schon mal gesehen. Einen kleinen Teil gibt es noch, den zeige ich euch nachher dann nochmal, wenn wir uns auch die Außenbereiche anschauen, nämlich das Restaurant für die Suitengäste. Da komme ich nämlich sowieso nicht rein, da können wir nur einmal von außen durchs Fenster reinschauen. Wir gehen jetzt aber erstmal nach vorne
und sind jetzt hier wieder in der Mitte des Schiffes am Aquapark. Der Aquapark, das ist der große Außenpool mit gleich zwei Poolbars, nämlich der Turquoise Bar und der Sapphire Bar. Die liegen quasi direkt nebeneinander, eine Backbord, eine Steuerbord. Backbord die Turquoise Bar, Steuerbord die Sapphire Bar. Und die ist tatsächlich ziemlich lange offen, denn das ist auch der Raucherbereich. Da gibt es also einen Außenbereich für die Raucher, der windgeschützt ist. Und dementsprechend ist die Bar auch bei schlechter Witterung relativ lange geöffnet. Ja, dann haben wir hier auch eine große Leinwand. Also man kann hier zum Beispiel auch Sport ganz gut zeigen und dann draußen gucken, wenn das Wetter es zulässt. Und selbstverständlich haben wir hier auch einen Pool. Der liegt eben komplett außen, ist auch nicht beheizt. Und einige Whirlpools haben wir auch noch hier im Außenbereich vom Aquapark. Wir gehen weiter in Richtung Bug des Schiffes und kommen jetzt hier direkt zum La Playa Preciosa. Das ist der überdachte Poolbereich. Wobei der nicht immer überdacht ist. Ihr seht es schon, er hat hier so ein Glasdach. Das ist das, was auf heutigen Schiffen fast schon gang und gäbe ist. Eben ein bewegliches Glasdach. Das kann bei guter Witterung also auch geöffnet werden. Dann hat man einen weiteren Außenpool. Und wenn es kalt ist, wenn das Schiff, so wie es jetzt der Fall war, in den Wintermonaten noch in kälteren Gewässern unterwegs ist, dann kann man das Dach schließen. Und dann hat man eben einen warmen Innenpool. Und hier gibt es auch nochmal eine Bar und The Pool Shop. Ja, das ist aber tatsächlich eher ein Handtaschenladen. Hat jetzt keine Badebekleidung, sondern dort bekommt ihr nochmal Handtaschen. In unserem Fall war der Pool eben überdacht und ist auch beheizt. Also das Wasser war warm und die Luft auch sehr, sehr stickig warm. Also so wie man das zum Beispiel aus der Therme kennt. So ähnlich ist die Luft dann hier auch. Mir war es zu warm. Aber wer gerne in Thermen geht, der wird sich eben in diesem Bereich sehr wohl fühlen. Und jetzt können wir noch ganz nach vorne gehen. Jetzt sind wir hier nämlich im MSC Aurea Spa. Ja, Aurea ist eben der Name des Spa-Bereichs und der Suiten-Kategorie. Hier haben wir eben die verschiedenen Behandlungsräume und Saunabereiche. Und ganz vorne haben wir auch nochmal eine kleine Lounge, die hier eben zum Spa-Bereich gehört. Und davor befindet sich dann eben das Gym, also das Fitnessstudio. Von dort aus hat man dann auch sogar einen Blick nach vorne heraus. Aber das ist eben nur zugänglich für die, die in das Gym gehen möchten. Und das ist tatsächlich auch die einzige Möglichkeit an Bord, wo man nach vorne rausschauen kann. Und das geht nur vom Fitnessstudio aus oder wenn man eine der Aurea-Suiten gebucht hat. Denn tatsächlich sind alle Decks, die jetzt hier vorne über uns noch liegen, Teil des MSC Yachtclubs. Und der Yachtclub, das ist eben der Bereich, wo nur die Gäste rein dürfen, die eine Aurea Suite gebucht haben. Da gibt es nochmal eine eigene Lounge, die dann natürlich mit tollem Panoramablick über den Bug hinweg und verschiedenen anderen Annehmlichkeiten, die eben exklusiv für die Suitengäste reserviert sind. Da komme ich jetzt als normaler Gast, der eine Innenkabine gebucht hat, gar nicht hinein. Deswegen kann ich euch diese Bereiche auch leider nicht zeigen. Da werden aber eben auch die meisten von euch nicht hineinkommen, denn wie gesagt, man muss eine Suite buchen. Das ist der exklusive Bereich für die Suitengäste. Ja, das ist eben so ein Trend heutzutage. Das haben eigentlich alle neu gebauten Schiffe. Einerseits natürlich für mich jetzt schade, dass ich in diesen Bereich nicht hineinkomme. Aber andererseits muss man natürlich auch ein paar weitere Anreize schaffen, auch eine Suite zu buchen. Bei mir würde das zum Beispiel funktionieren, wenn ich jetzt nicht aufs Geld achten müsste, würde ich mir normalerweise trotzdem keine Suite buchen, weil ich den Platz eigentlich gar nicht brauche. Ich verbringe eh nicht so viel Zeit in der Kabine. Aber für diese Zusatzlounge, das wäre mir dann doch ein Aufpreis wert, wenn ich nicht aufs Geld achten müsste. Dann würde mich das durchaus dazu überzeugen können, doch eine Suite zu buchen. Und genau das ist eben der Sinn dieser Sache. Deswegen, klar, es ist schade, dass man nicht reinkommt, aber es ist natürlich auch verständlich, dass man den Gästen, die nochmal deutlich mehr zahlt, auch ein bisschen mehr bieten muss. Wir sind hier nochmal im La Playa Preciosa Bereich, der sich über zwei Decks erstreckt und hier oben gibt es ein paar Sitzmöglichkeiten, ein paar Liegen, wovon auch ein paar für die Suitengäste reserviert sind. Und hier gibt es dann auch zum Beispiel Tischtennisplatten und Tischkicker und hier findet eigentlich auch fast täglich ein Treffen statt,
wo man sich zum Beispiel auch als Alleinreisender dann mit anderen Gästen treffen kann, um hier zum Beispiel eben Tischkicker zu spielen. Das steht dann immer im Tagesprogramm. Man kann natürlich aber auch mit seinen Freunden jederzeit hierher kommen und Tischkicker oder Tischtennis spielen. Ja, und jetzt sind wir wieder zurück im Aquapark, also dem außenliegenden Pool, und gehen jetzt von hier aus nochmal nach oben. Hier haben wir noch ein paar Außenbereiche, die höher liegen, die wir uns noch anschauen können. Da können wir sogar noch ein kleines Stückchen nach vorne gehen. Da kommen wir noch ein bisschen höher tatsächlich. Ihr seht schon, unten stehen ein paar, liegen aber nicht so viele. Und hier oben haben wir eben auch nochmal reichlich Fläche für Sonnenliegen. Wenn das Schiff dann in wärmeren Gebieten unterwegs ist, ist also auch genügend Platz, um sich ein bisschen zu sonnen. Ihr seht hier, die liegen auch schon gestapelt. Die könnte man hier natürlich alle noch aufbauen. Und hier oben gibt es auch nochmal zwei beheizte Whirlpools. Die waren in unserem Fall mit 35 bis 37 Grad angegeben. Wir haben sie auch ausprobiert und waren der Meinung, dass die eigentlich deutlich wärmer gewesen sein müssen. Auf jeden Fall waren sie sehr, sehr gut geheizt. Das war schon schwierig, da überhaupt reinzukommen. So heiß waren die. Also auch im Winter kann man hier an der frischen Luft in den Whirlpool gehen. Der Pool selbst hier in der Mitte, der war kalt, 10 bis 15 Grad. Der war also perfekt für eine Abkühlung, aber nicht für längeres Schwimmen. Dafür gibt es ja den überdachten Pool. Und um den überdachten Pool können wir hier jetzt auch noch ein Stückchen herumgehen. Hier haben wir also auch noch mal einen Außenbereich, der für alle Gäste zugänglich ist und ein bisschen höher liegt, rund um den überdachten Pool eben. Und von dort aus können wir noch mal ein Deck höher gehen. Da allerdings kommen wir nur ein ganz kleines Stückchen hin. Jetzt sind wir auf Deck 18, dem Topazio-Deck, dem höchsten Deck an Bord. Aber ihr seht schon, das ist alles, wo ich jetzt hinkomme. Direkt danach kommt dann schon der Yachtclub. Das ist dann das Sonnendeck des Yachtclubs. Da komme ich dann nicht mehr hin. Deswegen gehen wir jetzt auch wieder runter. Ja, hier oben also keine weiteren Bereiche. Wollte euch das nur mal gezeigt haben. Ist zum Beispiel ganz schön, wenn man landschaftlich reizvolle Streckenabschnitte hat, dann zu wissen, dass man auch noch mal hier hochgehen kann. Sollte unten alles voll sein, hier in diesem Bereich, dann kann man auch noch mal ein bisschen höher gehen und hat auch da noch mal eine tolle Aussicht. Also auch das vielleicht wieder so ein kleiner versteckter Bereich, den nicht alle kennen, wo man dann noch mal ganz gute Chancen hat, einen schönen Platz zu finden. Und wir gehen jetzt zum Abschluss noch mal in Richtung Heck des Schiffes und schauen uns auch dort die Außenbereiche an. Ja, hier oben seht ihr gerade zum Beispiel für eure Orientierung die Disco. Und wir können hier natürlich auch nochmal auf den Aquapark runterschauen. Ihr seht schon hier, jetzt wurde es langsam hell und das Schiff ist langsam erwacht. Da wurden gerade auch die Whirlpools geöffnet. Die sind natürlich nachts eben geschlossen, wenn kein Bademeister in der Nähe ist, und wurden jetzt hier gerade geöffnet. Und wir gehen derweil weiter nach hinten, hier einmal vorbei am Doremiland, also dem Bereich für die kleineren Kinder. Das befindet sich jetzt hier links, der Innenbereich, und haben hier also auch noch mal sehr viele Außenbereiche, sehr viel Außenfläche. Auch hier können überall noch Liegen aufgestellt werden. Also wenn es warm ist, habt ihr hier auf jeden Fall mehr als ausreichend Außenfläche auf der MSC Preziosa. Bei unserer Fahrt waren zum Höchstzeitpunkt ca. 2700 Gäste an Bord von maximal 3500 möglichen. Dementsprechend fühlte sich das Schiff auch nicht sonderlich voll an. Lediglich in den beliebtesten Bars, da hat man es dann gemerkt, da hat man dann ab und zu mal keinen Platz bekommen. Aber in irgendeiner Bar war auf jeden Fall immer Platz. Und im Notfall kann man sich sogar in das Buffet-Restaurant setzen, das fast rund um die Uhr geöffnet hat. Und auch dort bekommt man Wein, Bier und andere Getränke. Also einen Platz findet man in jedem Fall. Hier haben wir The Garden Bar, das ist jetzt noch die letzte Außenbar. Und The Garden Pool, ja, fast eine Art Infinity Pool. Dieser Außenpool ist tatsächlich auch ein bisschen wärmer als der Aquapark Pool. Und hier haben wir auch das La Palmeray MSC Yacht Club Restaurant. Das heißt, dieses Restaurant ist explizit für die Gäste des MSC Yacht Club. Das heißt, hier komme ich auch nicht hinein. Und dann können wir einmal noch mal nach hinten schauen. Haben wir den tollen Blick über die Heckwelle.
Und hier, wenn ihr diese Treppe runtergeht, dann könnt ihr eben über diesen versteckten Außenbereich, den ich euch vorhin schon gezeigt habe, bis zur Promenade runtergehen. Also von hier oben an bis zur Promenade runter. Auf jedem Deck solch ein kleiner Außenbereich. Ja, und jetzt fehlt nur noch ein letzter Bereich, nämlich das Doremi Castle und die Vertigo Waterslide, also die Wasserrutsche an Bord. Die gibt es tatsächlich auch. Mit 120 Metern Länge war sie beim Bau des Schiffes sogar die längste Wasserrutsche auf See und sie verfügt auch über einen Glasteil über dem Wasser, sprich wo ihr über den Schiffsrand hinwegrutscht und das in einer durchsichtigen Röhre. Also wirklich auch eine spektakuläre Rutsche. Und das Doremi Castle, das ist eben der kleine Wasserpark für die kleinen Kinder an Bord. Und hier hinten haben wir nochmal Whirlpools zur Verfügung und nochmal reichlich Außenfläche mit Sonnenliegen, wo ihr euch also auch noch schön sonnen könnt an wärmeren Tagen. Leider kann ich euch kein Video aus der Wasserrutsche zeigen, denn die ist nur bei guter Witterung geöffnet und bei unserer Reise war es quasi immer eher schlechtes Wetter, wenn das Schiff gefahren ist und bei der guten Witterung, wenn die Rutsche geöffnet war, waren wir gar nicht an Bord, deswegen konnte ich die Rutsche leider nicht ausprobieren, sonst hätte ich euch natürlich auch gerne noch ein Video von der Rutsche gezeigt. Das muss ich dann nachholen, wenn ich das nächste Mal an Bord bin oder auf einem der Schwesterschiffe unterwegs bin. Und hier seht ihr eben nochmal das Doremi Castle, den Bereich für die Kleinkinder. Und wenn wir jetzt weiter nach vorne gehen, gibt es da nochmal einen Außenbereich ganz oben, der eben auch wieder exklusiv für Suitengäste ist. Und hier seht ihr nochmal den durchsichtigen Bereich der Rutsche. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Rundganges angekommen. Und zum Abschluss nutzen wir nochmal den Panorama-Fahrstuhl von ganz oben bis ganz unten. Ich habe es mehrfach versucht, ich habe es leider nicht geschafft, den Fahrstuhl zu benutzen, ohne dass wir zwischendrin angehalten haben. Deswegen hier leicht geschnitten die Wartezeiten, als Gäste ein- und ausgestiegen sind. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall mal zeigen, denn dieser Panorama-Fahrstuhl in der Mitte des Schiffes, der ist wirklich beeindruckend. Da fahrt ihr nämlich von ganz oben mit Blick auf den Aquapark durch das Atrium durch nach ganz unten. Also den Bereich wollte ich euch auf jeden Fall auch zeigen. Und das lohnt sich auf jeden Fall auch, diesen Fahrstuhl mal zu benutzen. Und damit sind wir am Ende unseres Rundganges über die MSC Preziosa angekommen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und war vielleicht hilfreich für euch bei der Entscheidung, ob ihr eine Reise mit der Preziosa bucht oder vielleicht auch einfach nur eine schöne Erinnerung an eine tolle Reise. Das war's für dieses Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier seht ihr, wann das nächste Video, das erste Video von Bord, kommt und wie die Musik heißt. Und ich würde mich wie immer über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video hoffentlich wieder.